Diese Messe bedeutet uns sehr viel. Also wir treffen uns hier auch mit unseren Geschäftspartnern, bekommen auch sehr viel Feedback, können sehr viele gute Gespräche führen, aber auch unsere neuen Produkte vorstellen. Wie zum Beispiel jetzt hier auf dem Pulsarstand, das Merger Duo zum Beispiel, das Duo Beobachtungsgerät. Das ist das Duo NXB50. Das ist ein neues binokulares Beobachtungsgerät von Pulsar mit einer Wärmebildfunktion, aber auch mit einer Nachtsichtfunktion. Eine sehr gute Beratung und deswegen sind wir auch hier. Das heißt, es kommt immer auf das Bedürfnis des Kunden und dazu sind wir auch hier da, um den Kunden dann zu erklären, was er genau für seinen Fall benötigt, was er dann genau für Anwendungsfälle hat und dazu sind wir hier, dass wir das Ganze auch entsprechend beraten. Wow, kann ich nur sagen. Gestern war der erste Tag, sehr viele Besucher. Heute geht es in diesem Tempo weiter. Sehr viele gute Gespräche, sehr viel Interesse. Man merkt, die Leute freuen sich, wenn es wieder Messezeit ist, hohe Jagdzeit in Salzburg. Ja, und wir freuen uns auch die nächsten zwei Tage noch. Trend geht natürlich in Richtung der ganzen digitalen Technologie, also in der ganzen Beobachtungstechnologie, Wärmebildtechnologie. Da merken wir schon einen sehr, sehr starken Trend, dass die Leute einfach mehr interessiert. Und dazu gibt es einfach von unserer Seite Pulsar, das wir anbieten. Das ist weltmarktführendes Unternehmen mit den Produkten und da haben wir eine sehr, sehr große Produktpalette, die wir dem Kunden anbieten können.